Heute schauen wir uns mal das Systempower 9 an von BeQuiet aus der B-Ware für den Kunden. Aber trotzdem machen wir mal ein kleines Unboxing, mal gucken, was drin ist. Und alles weitere gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingecheckt habt. Hier ist wieder Ducky's Hardware World, euer Ducky. Heute haben wir mal BeQuiet Systempower 9. Von BeQuiet. Ich habe gerade ein paar Antworten. Ein 600 Watt Netzteil und das möchte ich mal gerne mit euch zusammen anschauen, was so im Lieferumfang ist. Ist für einen Kunden, der wollte nicht so viel Geld ausgeben und hat gesagt, nehmen wir mal B-Ware. Warum nicht? Na, und es soll aber sollte BeQuiet sein. Okay, habe ich gesagt, machen wir. Gucken wir uns um und dann haben wir das gefunden für schlappe 68 Euro oder so. Vielleicht gibt es das woanders auch billiger. Ist CM, also mit Kabelmanagement. Ja, und jetzt will ich auch nicht so viel quatschen. Und lasst uns einfach loslegen. Und es geht ab zum... Na, wohin wollt ihr? Ich zähle auf euch. Hardware-Check. So, da ist das gute Stück. Ich muss hier noch ein bisschen Platz für mich machen. Hoffentlich reicht aus. Wir nehmen das gute mal. Und was haben wir da? Hatte schon mal so leicht aufgemacht. Wollte das jetzt nicht so... kaputt reißen, war der alten schon mal geöffnet. Als erstes kommt uns das Netzteil hier entgegen mit dem üblichen. Oder wir gucken jetzt mal, was haben wir denn an Zubehör. Also mit dabei sind die üblichen Schrauben und dann haben wir hier viermal, fünfmal, sechsmal, keine Ahnung. Ich muss da echt mal reingucken. Eine Anleitung ist dabei. Systempower Manuals, User Manuals, aber da stehen noch halt die üblichen Sachen drin. Liefert bei 600 cm, 3, DC Output, 3,5 Volt, 24 AH und 28 AH bei 12 Volt. Simon, Daki, kannst du das jetzt lesen? Entschuldigung, und dann nochmal 22 und 3,5 Watt bei minus 12 und 15 Watt bei 5 Volt. Hat 500 Hertz, 6 Ampere. Da ist aber eine Schutzschaltung drin, aber das ist meistens bei diesen Dingern so drin. So, wir haben als erstes haben wir hier einmal den Anschluss hier fürs einmal Molex, einmal SADA, zweimal SADA, zweimal Molex, dreimal zweimal Molex und zweimal SADA und einmal fürs des Floppy-Wertes haben wir aber nicht, also ein Floppy haben wir ja heutzutage nicht mehr. Dann haben wir im zweiten Kabel 1, 2, 3 SRTA, damit können wir schon 5 SRTA-Geräte anschließen. Hier haben wir das PCI-Express-Kabel und VGA 6 und 8 auf beiden Seiten, da können wir mit einer PCI-Express-Karte mit anschließen. Ist doch ein zweites dabei. Nee, leider nicht. Doch, hier ist nochmal ein PCI Express zweite Kabel VGA. Also können wir zwei Grafikkarten anschließen. Und dann haben wir nochmal hier einmalig auch nochmal 1, 2, 3, 4 SATA. Damit haben wir dann 8 SATA-Geräte angeschlossen, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Hier drauf ist dann nochmal der geteilte CPU-Anschluss. Ja. P1, P2 und der 24-Volt-Anschluss, der ist dann auch nochmal geteilt. So, das können wir dann mal zusammenpacken. Natürlich auch dabei der Stromanschluss, also ein Netzkabel. Das sollte ist in jedem Netzteil dabei. Sollte auch. Was ich euch natürlich nicht unterschlagen, ist die Hinterseite. Also zweimal PCI Express per Slave und dreimal Drivers. Das habe ich vorhin vergessen.
seid mir verziehen. Es wird jetzt auch gleich verbaut und dann, deswegen wollte ich das Wesen nochmal gezeigt haben. Und hinten ist natürlich der An- und Ausschalter, wie üblich. Ne? So, jetzt sind wir auf dem Systempower 9 Nicht-Modular, aber das gibt es natürlich auch. Wie ich bei Quiet kenne, haben wir das natürlich auch hier aufgenommen mit CM. Und da ist das 500, das gibt es ab 400, 500, 600 und 700 Watt. Na, jetzt gehen wir mal auf 600er. Zwei starke 12 Volt Leistung, stabile Laufleistung dank DC-DC Technologie. 4 PCI Express Anschlüsse für leistungsfähige Multi-GPU. Das heißt also, wir können hier noch etliche Grafikkarten verbauen. Ne? Standby-Verbrauch. Also, wenn das Ding nichts macht, 0,15 Watt. 80 Plus Bronze Effizienz von bis zu 89%. Teilmodular hochwertige ummantelte Flachbandkabel. All-in-One mit SATA, HDD und FTP. FTD, wenn er es nicht weiß, das ist Diskettenlaufwerk, braucht man heute fast eigentlich nicht mehr, außer es gibt noch so doofe Karten, die das haben. Und in 3 Jahre herrscht. Entschuldigung, 3 Jahre Herstellergarantie. Und jetzt wollen wir natürlich nicht so weiter rumbasteln, sondern gucken uns die technischen Daten nochmal an. Na, hier können wir auch alles öffnen und so das Allgemeine, 600 Watt CM haben wir ja gesagt, Netzspannung bla bla bla, 220, ne? Und aktiv PVC. Hier ist drinne ein Silence Wings 120 mm verbaut, da kommen wir gleich nochmal zum Lüfter, High Quality Fan, Silence Wings, ne? Motortechnologie, vierpoliger Fanmotor und noch so die üblichen Ansagen. Lüfter, maximal Lüfterumdrehung 2100 Umdrehung, temperaturabhängig, ist schon heftig. Und hier nochmal die Lautstärken von 20% bis 29,7 bis 28,1. Damit wieder einer nicht sagt, ich habe mich nicht vorbereitet, aber ich kann mir das alles nicht auswendig lernen. Das schafft kein Mensch, außer der ist super. Das sind so die Grunddaten an den Leitungen. Haben wir nochmal 12 Volt Leitung 2. Im Gerät selber und dann gehen wir nochmal das hier, die ganze Ausgangsleistung, das könnt ihr nochmal nachhören, packe ich euch in die Videobeschreibung, hat Überspannungsschutz, Unterspannungsschutz, Kurzschluss, Überhitzungsschutz, Überlastungsschutz, wie man das von BigQuiet gewohnt ist. Ne? Dann haben wir hier nochmal die Effizienz in Bronze, was das so alles hergeht, Energiestar, ERP, hat er Rohrs und diese ganzen Zertifizierungen. Dann kommen wir gleich mal zum Multi bla 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 geeignet, ne? GPU, das heißt man kann da mehrere GPUs anschließen, sprich Grafikkarten. Flachbandkabel, PCI Express Drivers, Kabellänge 55 plus 50 cm. Maximale Kabellänge 103. So, dann haben wir hier den 20 plus 4, Entschuldigung, das ist für der ATX, fürs Mainboard. Dann den P8 CPU gibt es nicht. Dafür gibt es den P4 plus nochmal 4, haben wir einen von, also können wir auch 8-polig anschließen, kein Problem. Zusätzlicher ist nicht, PCI Express haben wir auch nicht, 6 Pin, aber wir haben dafür 6 plus 2 Pin GPU-Anschlüsse. Werde ich bestimmt nicht wieder verzählt haben, ja, also können wir 4 Grafikkarten oder 4 mal 6 also 4x6 oder 4x8 anschließen, falls die Grafikkarte so viel will, aber die meisten fressen 6 plus 6 oder 8 plus 8, 2x gibt es auch. PATA 4-Pin, das ist Molex, früher genannt, 2-polig und dann haben wir noch den 15-poligen SATA-Schuss für diverse HD-Laufwerke und was man sonst hat. Da haben wir 10. Ich denke mir, da werde ich mich wieder bestimmt verzählt haben. Und dann haben wir den alten Floppy-Anschluss, den kein Schwein mehr braucht, aber manche blöden Grafikkarten wollen diesen Anschluss noch haben. Im Zubehör sind natürlich die Befestigungsschrauben und Sprache-Handbuch, könnt ihr hier auch nochmal runterladen. Und nochmal zur Hersteller, BigQuiet ist da immer heftig bei den mittleren Klasse oder günstigeren Klasse, untere Klasse, wie auch immer, aber es gibt mindestens 3 Jahre Herstellergarantie. Dann hier nochmal die ganzen Spezifizierungen, unverbindliche Preis 94,90. Kostet derzeitig, sage ich schon mal, ich habe es günstig gekauft für über 100 Euro.
Der Preis macht wieder. Ne? Ich habe zum Beispiel meine Nummer nebenbei, wenn ich mir meine Netzteile angucke, die ich so laufen habe. Wir haben 400 Watt Netzteile. Darky liegt einmal da drin und einmal im Dark Power. Und da möchte ich jetzt gar nicht wissen, was der Preis so offiziell. Dann fülle mich nur mal kurz mal am Rande. Und das müsste man jetzt ausklappen, alles. Nee, weil das habe ich auch noch laufen. Na? Und das liegt schon hochpreisig. Das ist dann die Effektivklasse, wenn man effektive Luxusklasse. Na, bis gleich. So, da sind wir zurück von unserem netten Be Quiet Netzteil. Und ja, also von mir aus klare Kaufempfehlung. Es ist länger schon gebraucht. Video ist schon etwas älter. Also auch länger getestet, schön leise wie üblich und CM ist immer gut, man braucht nicht so viel Kabel verbauen. Kunde war glücklich, nachdem ich das verbaut habe. Daher wie üblich bei Be Quiet von mir eine klare Kaufempfehlung. Momentan sind leider die Preise ein bisschen höher, als ich es eingekauft habe. Kam durch die Krise jetzt, kann man nichts machen. Ne? Ich habe vorhin geguckt, es lag echt bei 100 Euro, hat mich doch dann etwas schockiert, ne? Aber was ist jetzt noch in Zeiten von, ihr wisst schon, günstig geworden. Ja, ich, wie gesagt, ihr findet das wieder in der Videobeschreibung, auch den Herstellerlink von Be Quiet, da könnt ihr doch alles nochmal nachlesen über das Netzteil, wir waren ja auf der Seite. Also von mir aus, wie gesagt, Daumen hoch, könnt ihr immer kaufen, seid ihr immer mit bedient und 600 Watt sind völlig ausreichend für die normalen, meisten Systeme. Wenn man mehr RGB drin hat und mehr Verbraucher, dann sollte man schon mal auf 650, 700 Watt steigen. Reserve ist immer gut. Aber durch das 80 Plus zertifiziert hat man immer eine gute Reserve. Also Be Quiet ist da immer, meine Erfahrung im Laufe der Jahre, immer gut. Na, da kann man nichts verkehrt machen. Mit Überspannungsschutz und. Das hat manche einem schon den Popo gerettet. Mir auch schon mal. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn es das denn getan hat, dann lasst doch ein Abo da und hebt den Daumen, vor allen Dingen in die nördliche Richtung. Den können wir auch gebrauchen. Und ja, nächstes Video ist natürlich am Start. Und ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Das Video ist zu Ende. Und ich hoffe, ihr steigt wieder ein und checkt wieder ein bis zum nächsten Gaming-Software- und Hardware-Check. Schauen wir dann mal, ne, was da so kommt. Habe ich was vergessen? Ach ja, an die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen und das Video ist wie üblich am Start. Ich verabschiede mich von euch, euer Darky, und ich hoffe, wir sehen uns wieder zum nächsten Gaming-Software-Hardware-Check. Wer weiß das schon. Aber ich zähle auf euch. Bis zum nächsten Hardware-Check.